Und da sind wir wieder zurück hier bei AirPods CEO. Schön, dass auch du wieder dabei bist. In der letzten Folge haben wir so das Grundgerüst gebaut. Ist länger her, dass wir gespielt haben. Deswegen müssen wir auch erstmal wieder reinkommen. So, ich würde Folgendes vorschlagen. Wir erweitern hier lang das General Aviation. Wobei, das ist blöd, weil wir müssen eigentlich den Flughafen nach hier hinten erweitern. Wir müssen General Aviation nach hier hinten verlängern. Und dann die Haupthalle müssten wir hierhin verlängern, weil wir hier dann irgendwann dieses Gebiet für 750.000 dazu kaufen könnten. Ich glaube, so rum müssen wir es machen, oder? Ich weiß es nicht. Oder sollen wir General Aviation wieder so als so ein Zusatzbereich hier unten hin machen? Das könnten wir auch machen. Und dann hier so einen kleinen für kleine Flieger. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall müssen wir den Flughafen eröffnen, denn sonst verdienen wir kein Geld. Das heißt, wir schauen mal, ob alles an ist. Landebahn ist an. Kommerziell, jawohl. Der kann keine General Aviation annehmen, sondern kommerzielle ist verbunden, kein General Aviation. Das sieht man auch hier, ne? Es wird automatisch alles verbunden, wunderbar. Hier, der könnte General Aviation annehmen, das heißt, ich würde fast sagen, wir machen dann wirklich hier so einen Servicebereich hin. Das bedeutet, wir brauchen weitere Wege. Was brauchen wir da? Wir brauchen erstmal hier so ein K-Umweltdingen. Wir sagen, das brauchen wir mal. Das ist so blöd. Hier würden wir es dann mitten in den Raum reinbauen. Ha, das ist natürlich auch wieder so eine Sache. Wenn wir es hier hinbauen, verplanen wir uns, dass wir das irgendwann erweitern können. Ist auch blöd. Also, für die, die es nicht wissen, das ist dazu da, dass wir von der normalen Straße auf die Servicestraße kommen. Ja, da darf natürlich normalerweise kein Auto da durchfahren. Und so rum können wir es nicht machen. Dann würde ich sagen, dann machen wir es so. Machen wir es so. Okay, dann brauchen wir Service Road. Der sollte uns nicht die Möglichkeit versperren, den Flughafen noch weiter zu erweitern. Zumindest noch ein kleines Stück. Wir werden ja irgendwann wahrscheinlich sowieso verlegen müssen, aber wir machen es erstmal so. Da wird ja auch ein bisschen Platz haben. Dann brauchen wir Platz für Mitarbeiter. Damit die hier mit Bussen an- und abreisen können. Und auch Bedienstete. Und was ganz wichtig ist, was ihr nie vergessen dürft, wenn ihr sowas baut, dann nehmt mal einen Zebrastreifen. Damit auch die Zebras über die Straße kommen. So, was mir jetzt ganz wichtig wäre, Moment, ich mache mal wieder an hier. Was mir ganz wichtig wäre, ist, wir wollen das ja gemeinsam spielen. Eure Kommentare. Jetzt haben wir gesehen, bei Gold Rush, da haben sich viele gewünscht, ja, jetzt planier doch mal, planier doch mal, planier doch mal. Und die Leute, die gesagt haben, planier doch mal, die haben natürlich jetzt ihren Wunsch bekommen. Letztendlich hat sich aber herausgestellt, das war wahrscheinlich nicht so, wie ihr euch das vorgestellt habt. Deswegen sage ich mal, ja, das kann ganz schön sein, muss es aber nicht. Haben wir da, glaube ich, gesehen. Und, ja, ich bin ja ein großer Freund davon, immer so Zuschauerwünsche auch anzunehmen und so weiter und auch auf Kritik einzugehen. Zum Beispiel gibt es da momentan jemanden, der schreibt die ganze Zeit, Kinderkram und so, das ist natürlich alles Bullshit. Wir haben immer schon Spiele gespielt, die Wuselspiele sind, wir haben mit Minecraft hier angefangen. Es ist so Quatsch, ne? Aber natürlich, man liest das auch, man nimmt sich das natürlich auch ein bisschen an. Und mal schauen. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. ATC haben wir, das haben wir. Hier könnte jetzt also eigentlich General Aviation stattfinden. Tut es aber noch nicht. Ich würde sagen, wir machen Folgendes. Damit das funktioniert, kommt eine ganz clevere Idee. Wir müssen, glaube ich, erstmal im Flughafen Dashboard einschalten. Achso, die Daten haben wir nicht, weil wir kein CEO haben. Operations. Also, Flughafen eröffnen. Ja, es ist soweit. Tarmac Lights on. General Aviation erlauben. Okay, das können wir nicht. AV-Gas und sowas, das müssen wir jetzt alles freischalten. Und das geht, wo ging das nochmal? Unter Contracts Procurement. So, wir wollen den AV-Gas-Service freischalten. Wir wollen ein If your ramp agent need to get around your airport quickly. Nehmen wir mal.
Ah, Road Checkpoint und Dingsbaum erst. Okay, AV-Gas kann man da schon mal freischalten, dann kann er schon mal laufen. Lass mal schon mal laufen. Weil hier muss noch die Station ge... Ist jetzt verkehrt rum oder was ist hier los? Wieso sagt er denn, dass die Station nicht gebaut ist? I'm somewhat confused. Ah, Vehikel. Wir brauchen nur ein Vehikeldepot, genau. Das müssen wir auch bauen. Infrastruktur. So, Vehikeldepot. Das ist ja so blöd, ne? Seht ihr, was ich meine? Das sieht dahinter wieder scheiße aus. Das ist nicht so schön. So, da werden wir Baumaterialien gebracht. Sehr gut. Ah, Leute, ich freue mich, dass wir wieder spielen. Ich freue mich auch, dass wir uns wieder reinfuchsen müssen, weil es ist ja wirklich so viel neu. So. Und der braucht da den Service Road. Wenn man das so rum macht, dann kann man da den Service Road immer wieder dran klöppeln. Wenn man das andersrum macht, geht das nicht. So ein kleiner Tipp von mir. Das war zumindest früher so. Kann sein, dass es mittlerweile auch geändert ist. Und dann gucken wir mal. Jetzt haben wir AV-Gas. So, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Top Speed 80, 60... Achso, wir müssen erst die Post dafür bauen. Okay. Gut. Also, weitere Services. Haben wir denn schon einen Flieger? Nein. Oh, oh. Ich habe bestimmt irgendwas noch vergessen. Der ist eingeschaltet. Grün. Können landen. Verklöppelt ist das auch. Peter Köppel? Nein. Ja. Wo ist denn hier... Was ist denn hier der Service? Hier. Fuel Depot. Fuel Tank. Sollen wir sofort ein großes nehmen? Wir nehmen sofort ein großes, oder? Dann haben wir einmal Ruhe. Ach, ist das wieder so hässlich geworden? Genau das sollte nämlich nicht passieren, eigentlich. Ah, es geht jetzt so, es geht so rum. Gut. Ja, das Menü, da muss ich erst heute dran gewöhnen. Hier das neue, die neue Struktur. Hallo? So. Zack. Machen wir es vielleicht mal so, dann sieht es vielleicht hübscher aus. Mal gucken. So, dann haben wir das. Dann können hier die Fahrzeuge rein, die wir kaufen wollen. Im Moment ist noch keins drin. Das heißt, jetzt können wir auch mal so einen Fuel Truck uns holen. Und ein Service Car. So, weitere Dinge, die wir freischalten, gehen dann über das entsprechende Personal. Was wir jetzt noch brauchen, ist ein Contract, ein Fuel Contract. Wo war das denn? Offered Contracts. Fuel Supply. Haben wir noch nicht, weil ist irgendwie noch nicht angeschlossen. Aber das Service Auto ist da. Wir haben ja noch keine Kunden. Ich lasse mal die Zeit ein bisschen schneller vorlaufen. Ja, damit das hier fertig wird. Und so, ja, machen wir Schritt für Schritt. Und ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet, dass wir das wirklich nochmal komplett von vorne anfangen. Und, ja. Mal gucken. Ist das eigentlich eine unterschiedliche Farbe hier? Huh. Ist das wieder so hässlich geworden? Ich schosse dem. So, warte mal, so. Und jetzt können wir, glaube ich, einen Contract dafür machen. Nature Fuel. Ist ein Medium-Sized Fuel Supplier. Bla bla bla. 1,61 pro Liter. 200.000 pro Delivery, ja. So. Das heißt, sobald das hier dann freigeschalten ist, kommt er auch da reingefahren. Das ist natürlich ein bisschen doof hier. Normalerweise sollte man, glaube ich, hier die Straße ein bisschen zurückziehen, ne, damit er ein bisschen Platz hat. Jetzt fährt er hier durch.
Ja, guten Tag, guten Tag. Hm, ja, einmal auftanken. Dankeschön. Jetzt wird auch das Fuel-Fahrzeug aufgetankt. Es fährt also nicht erst dahin, wenn es gebraucht wird. Das war sehr clever. Finde ich gut. Dann fährt er wieder in die Garage. Ja, hässlich geht die Welt zugrunde. Das habe ich mir so auch nicht vorgestellt. Gut, Leute. Das Grundsystem läuft. Das heißt, ich würde jetzt wirklich... Oh, da ist er. Hallo. Hallo, Kleiner. Moment. Wir müssen jetzt noch einstellen, dass er den Service auch annehmen kann, ne? Wo ging das denn jetzt wieder? Achso, wir brauchen ja noch einen Mitarbeiter, der uns die Grafiken auswertet. Operations. Ramp Agent Service. Nein. Afoga Service. Jet A Refueling. Catering. De-icing. Ramp Agent Service haben wir auch nicht. Das heißt, wir brauchen jetzt erstmal noch ein Mitarbeiterbüro. Das würde ich dann mal kurz als nächstes bauen. Und zwar machen wir das mal hier so hin. Ich weiß nicht, ob das jetzt Mitarbeiterbüro und Aufenthaltsraum ist oder wie das war. Es gab ja da einmal irgendwie Office, Staff Zone, Bathroom. Staff Room. Was steht denn da bei Staff Room? Defines a room where staff perform job. Or relax when there's nothing to do. Okay. Weil da könnte nämlich jetzt auch hier die Schreibtische rein. Für unsere Member of Boards und so, ne? Und dann können wir da noch so ein bisschen schönes Medium Quality Sofa-Zeugs reinmachen. Guck mal hier, was wir alles Neues haben hier. Schöne Tische. Hervorragend. Den Boden würde ich gerne noch anders machen, dass man ein bisschen erkennen kann. Oh, Lampen. Das war ja auch mal so ein Problem, ne? Die Beleuchtung war ein bisschen komisch. Böden. Dann nehmen wir mal hier... Der muss nach wie vor, muss der nicht gelegt werden. Gut, damit hätten wir Staff. Und dann brauchen wir als Staff als erstes... Ich würde sagen, ja, Ramp Agent Service. Können wir den hier anbieten? Und der nimmt ja jetzt kein AV-Gas. Wir haben also die ganzen Sachen jetzt gebaut hier und nutzen die noch nicht wirklich. Ist natürlich suboptimal. Das heißt, ich würde auch jetzt wirklich gucken, dass wir auch jetzt hier für die Leute... Jetzt brauchen wir noch ein Bad und Commercial. So, wir müssen erstmal Commercial Flights annehmen. Wir müssen Commercial Flights annehmen. Wie ging das denn nochmal? Hier? Nee. Ich mach mal auf Pause kurz. Entschuldigt bitte. Flight Process Monitor. Dann hier Minimum Flight Separation. Flight Delay Option. Auto Scheduler. Alter! Was ist denn hier alles dazugekommen? Gut, dass wir hier jetzt wieder reinspielen, Leute. So, das ist bestimmt unter Contracts, war das, ne? Available. Airlines. So. Ach, du dicke Männer. So, wir nehmen natürlich hier... Goose Wings. Naja, was wollen die? Das muss man erstmal gucken. Filter bei Airlines. Between... The following... To offer flight to and from your airport. Ja, wo sehe ich denn jetzt, ob die gut oder schlecht sind? Wir machen das einfach mal mit Goose Wings, weil das der Name mir gefällt. So. Und jetzt? Goose Wings. Ach, das ist immer nur ein Flug oder wie? Commercial stand found. Make sure there is an operational stand. Okay, also, da fehlt noch irgendwas. Da gucken wir mal kurz. So, der ist eingeschaltet. General Aviation soll nicht annehmen. Security Checkpoint ist verbunden. Ist zu einem Terminal verbunden. Hat auch keine Verbindung zum Baggage Bay. Wie war denn das mit dem Gepäck?
Wir können Gepäckbändern nehmen oder mit dem Gepäckwagen rumfahren lassen. Oder wie war das? Ach du lieber Gott, da muss ich auch noch dran denken. Procurement. Beltloader Truck. Stair Truck. Push. Offload baggage from an aircraft quickly. The belt loader truck is your given companion when loading or unloading any type of aircraft and requirements for a quick turnaround. Also der lädt halt ab. Okay. Warte mal, wir müssen auch sowieso noch für, damit die Security, ich glaube, wir müssen auch erstmal einstellen, die ganzen Leute, damit wir brauchen 4-mal Security. Da brauchen wir noch 2, 3 Staff-Member. So, die können jetzt auch kommen. Da sind sie auch schon. Das ging ja schnell. So, damit ist Security Station besetzt. Checkpoints sind besetzt. Ja, hier muss ja jetzt nicht unbedingt 2 Leute dran sein. Oh, Moment, was kann man hier machen? Change Color, Rotate, Rename. Oha, okay. Kann man unterschiedliche Typen festlegen. Ja, aber eigentlich sollte es jetzt funktionieren. Das Einzige, was jetzt nicht gebraucht. Attached to a Terminal. Build Queue. Wie verbinde ich denn das nochmal? Repair. Connect. Also hiermit können wir das verbinden. Set Pushback Point. Hä? Aber wie verbinden wir denn hier? Stand Upgrade. Baggage Bay. Terminal. Boarding. Build Queue. Connect Baggage Bay. Ich glaube, ich habe noch irgendwas übersehen. Was habe ich denn jetzt übersehen? Desks. Boarding. Info. Aber warum sagt er denn hier Terminal? The stand is attached to a terminal. Hm. Gut, das ist rausfinden in der nächsten Folge. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback. Deswegen werde ich diese erste Staffel nicht ganz so lang machen, damit ihr sagen könnt, was ihr haben wollt. Und ja, wir gehen wieder langsam an das Spiel ran. Ist wirklich länger her. Wenn ihr das durchgespielt habt, lacht ihr euch natürlich kaputt. Da stehe ich aber zu. Und ja, dann finden wir in der nächsten Folge raus, wie das mit dem Terminal funktioniert. Weil irgendwas habe ich da noch übersehen. Aber ich glaube, ich brauche auch dann hier auch wirklich so Sachen wie Wartebänke und sowas alles, ne? Mal gucken. Also, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.